Willkommen zurück hier zum Let's Play von Saints Row. Ja, wir gehen direkt auch mal weiter. Oh, da ist doch schon was einzusammeln für uns. Wunderberg getroffen. Warum leuchten die Leitungen eigentlich so? Ach, das gehört sich einfach dazu. Hoi, auf mit dir! So, jetzt, wie viele Dingsfan haben wir eigentlich schon? 2. Das heißt, wir können noch nicht fliegen, oder? Doch, wir können fliegen. Habe ich ja schon gemacht. Ach Mensch, ich vergesse auch immer alles. Ja, hätte ich mal gesagt, noch schnell hier hoch und dann machen wir wahrscheinlich eine Mission. Ach, dort hinten geht es auch noch lang. Was ist denn das hier? Okay. Sonst hier Müll. Oder wir gehen mal hin. Mal gucken, das klingt, sieht aus wie eine Tonspur. I'm not the first actor to move into politics, but I'm one of the better ones. Theater, film, television, animation, commercials. Shit, I've even done video games. Though video games aren't exactly renowned for their storytelling. Still, I conquered acting. By the time I got the call from the Saints, I was ready for something new. Okay. Was das jetzt soll, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir eine Tonspur gefunden. Finde ich schon geil. Jetzt gehen wir noch hier hin. Das schaffen wir doch. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir es nicht geschafft hätten. So, dann gucken wir mal. Missionen. Wir haben Aufträge. Wir haben Bargeld. Okay. Gut, dann halt nicht. Wir haben Aufträge. Simulierte Anweisung. Hauptautomatische Schrotflinte. Panzer für dich. Ja, da waren wir jetzt letztes Mal stehen geblieben. Haben wir nicht mehr erledigt. Ja, ich jag gerne Dinge in die Luft. Okay, gut, dann gehen wir ein bisschen Zeug ja mal kaputt hauen. Was ist denn das hier? Da muss ich erst eine Fähigkeit haben, eine bestimmte. Jetzt kann ich ja hier segeln. Oh, da können wir gleich noch ein paar solcher wie Sphären aufsammeln. Damit wir dann noch viel stärker werden. Noch viel besser werden. Gut, die Viecher werden ja auch immer, die Gegner werden auch immer wie besser. Also die entwickeln sich ja auch weiter mit der Zeit. Ich finde es, wie schon mal gesagt, ein bisschen doof, dass man da die Scheiße einsammeln muss. Aber es gehört jetzt halt dazu. Und irgendwas muss man ja tun. Weil sonst hätte man ja dann schnell die Fähigkeiten voll. Gut, so hat man es eigentlich auch recht schnell. Oh, verdammt. Flieg doch, du Sau. Ey. Erst so scheiße aussehen und dann nicht machen, was man dir sagt. Was? Ja, dann lassen wir jetzt mal sein, da unten. Dann lassen wir uns verspätet übrig. Okay, gut. Hier ist dann so ein Ding, was wir kaputt hauen müssen. Dann lassen wir aber jetzt mal nochmal stehen. Für die Gegner, die auch noch was haben, weil sonst haben die dann nichts mehr. Gut, okay. 1200. Dann machen wir doch das. Legen wir die Stunts schnell zurück. Wir sind ja nicht die langsamsten. Von dem her, wir schaffen das schon ordentlich gut zu machen. Hui! Oh, da ist noch ein Ding oben auf dem Wasserturmchen. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen, dass dort eins ist. Und hier ist auch noch eins. Komm, reagiert doch! Irgendwie reagiert es nicht ganz auf meine Steuerung. Zum Teil. So das Fliegen und so, das will ich nicht unbedingt, wenn ich immer will. Ein Gebäude der Aliens scheint das hier zu sein. Okay. Hui, komm, flieg doch. Unterbricht sie einfach das Fliegen ohne Befehl. Und er fliegt gar nicht erst. Das ist auch total zum Kotzen. Komm, flieg doch. Ach, ich habe keine Kraft mehr. Also, Ausdauer mehr. Ach so. Sag doch das jemand. Lässt man mich hier einfach sitzen. Und sagt nichts. Braucht die Ausdauer. Hab ich gar nicht mehr gewusst. Nun ja, so schnell vergisst man wieder was. Wenn man nicht immer alles machen kann. Hui. Hier drüber. So. Um Panzerwahn. Okay, wir fangen mal an. Nö, Hallöchen. Lal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 
das, die Geschenke da. Oh, da ist noch was. Da machen wir weg. Machen wir auch weg. Ja, den Laser lassen wir jetzt mal. Okay, komm, wir können hier die Leute terrorisieren. Hallo, Kaninchen! Hallöle. Und da kommt mich einer von hinten anrammeln hier. Oh, noch ein Panzer. Ey, meine Stärke hier. Verpiss dich, du Sau. Hau dich weg. Ja, hast du gesehen, ne? Wär's nicht im Weg gestanden, mein Freundchen. Ja, unterwegs verbraten wir einfach alles mal. Ja, wir können das ja immer brauchen. Hallöchen. Polizei. Die Polizei. Gut, die nächsten Kaninchen sind dort hinten. Die schaffen, krallen wir uns noch. Oh, Bullen wollen mich hier erwischen. Ey, und dann fährt mir noch so ein scheiß Laster vor dran, ey. Geh weg. Oh, geh weg. Oh, fahren wir wieder. Oh, Ella. Hallo, Kaninchen. Kaninchen. Kleine Kaninchen. Ja, alle Leute, ihr sterbt auch noch natürlich. Ja, Polizei. Die Polizei muss gar nicht hierher kommen. Wir machen hier Mörder-Kombo. Dann kommt hier auch noch die Polizei. Oh, da ist anscheinend ein Panzer oder so. Oder bin ich das alles? Oh, da gibt es ein paar Tote. Erstmal da hinten werfen hier. Noch dort ein bisschen. Ach, dort hinten sind doch auch noch wenig. Ach, ist es schon vorbei. Panzervandalismus. Geschafft. Ja, Bronze, Silber, Gold hat es nicht gereicht. Dafür Bargeld. Jawohl, und EP haben wir auch bekommen. Jawohl, meine lieben Freunde. Fahrzeugschwerpanzer. Mhm, okay. Steht mir in der Garage zur Verfügung. Und ich kann auch die Vandalismus-Zeug hier machen. Das heißt, ich kann immer wieder laufen wie der größte Depp. Habe ich jetzt eine Schrotflinte bekommen? Hab keine Ahnung, ich müsste, glaube ich, im Waffenshop irgendwie, gehen. Ich will auch kein Spiel laden. So, jetzt habe ich das Richtige gedrückt. Lernen. Entführer Omatik. Herausforderung. Schließe eine Herausforderung ab. Ja. Was wollen wir hier tun? Man kann auch einfach mit allen das... Schaden, Feuer 4. Okay. Ja, hier seht ihr es, unbewegliches Objekt, hier kann man, viele Sachen noch freischalten. Aber das ist dann mit, da machen wir nicht, da, komm, da scheißen wir drauf, dafür machen wir, lerne die Regeln. It looks like these hotspots are protected by shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more Zinn. So, good luck with that. Okay, da gehen wir doch mal hin und gucken uns das mal von weitem an. Fliegen mal und da gibt es ein Pünktchen. Wie gewohnt sammeln wir das Zeug alles ein. Oh, wunderbar hingeflogen bin ich hier. Oh, da ist noch was. Hier auf dem Haus schnappen wir uns natürlich. Dort unten im Haus ist auch noch eins. Hui! Haben wir auch gekrallt. Oh, oh, oh. Ja, Haus hoch. Oh. Und hoi. Wunderbarer Treffer hier, was wir hier abziehen. Noch ein bisschen hinsegeln. Und wunderbar, der nächste. Da wäre noch einer am Wasser gewesen. Ich denke, am Schluss wird das Sammeln hier zum Kotzen sein. Weil ja... Sieht's ja schon selbst. Vielleicht gehe ich dann auch zu einem Fremden hier mitspielen. Weil dann kann ich die Punkte auch wieder haben. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit nur sammeln. Oh, jetzt hat's geruckelt. Oh. Jetzt wird's ein bisschen hart. Dahin und hier hoch. Und da fliegen wir gleich wieder zurück. Jetzt haben wir eins ausgelassen. Dafür haben wir das hier auf diesem Hochhaus geschnappt hier. Ja, fahren. Wer will schon noch fahren, wenn wir die hier so fliegen können? Das
Gehört zwar zu Saints Row, aber einfach dazu, das Fahren. Ja, komm, wir fahren mal wieder. Aber ich will ein Auto haben, ohne dass ich hier so... Gut, wir nehmen dein Auto. Der Peacemaker. Optisch ein wenig ein amerikanisches Auto. Vom Klang her kann ich es nicht genau definieren und von der Steuerung her ist es eindeutig ein Tuner. Ja, es ist alles relativ. Gut, der erste Punkt, den wir hier erobern oder uns holen, besser gesagt, ist der hier. Aber wir nehmen natürlich eine Pistole. Schaffen wir den mit Kopf? Oh. Die schöne Lady, die kommt gelaufen. Hört euch mal diesen Klang an. Treffe ich doch von hier aus in die Fresse? Ja, der ist weg. Da rennt einer rum. Hallöchen. Ah, der Kerl trifft auch noch recht gut, ne? Aber ich treffe besser mein Freundchen hier. Weg bist, da kommt der nächste schon gelaufen. Und da ist er auch schon hinüber. Und da ist noch einer. Und, ui. Wie es sich für einen Sniper gehört, haben wir die hier ausgeschaltet. Es gehört sich einfach so. Schildgenerator, okay. Gut, dann. Oh, guck mal, haben wir den hier. Das fühlt sich gut an. Ja, dann nehmen wir mal doch gleich mit. Ui. Schon wieder ein Kabel. Wir am Anfang in der Rakete. Nur scheiß Kabel hier. Ich möchte auch gerne mal was Neues mitnehmen. Nicht nur immer so Kabel. Weil Kabel habe ich langsam genug. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so. Hallöchen, meine Freunde. Ja, komm. Und weg bist du. Und ich nehme mal so. Und weg. Und von hinten, jawohl. Rausgerissen hier, Herz. Machen wir hier. Komm. Gesmashed. Und ich wollte dich eigentlich auch noch umsmashen. Doch irgendwie will's nicht. Hallöchen. Hui. Boah, voll über die Kante da. Das bisschen. Ja, ich sag's mal brutal. Und wir rupfen wieder mal. Suchen uns etwas Schönes aus hier. Geht aber rasch. Hui. Noch ein Kabel. Okay, der Schild ist jetzt weg. Das heißt, wir können hin. Das tun wir auch. Und den hier. Boah. Boah, mit solchen Schuhen. Hallo, ist das, das ist ja richtig sozial, asozial hier. Die Schuhe, die sind ja echt brutal hier. Hallöchen. Oh. Du willst mich nicht kriegen, da, wo bist du? Wo bist du denn hin, mein schöner Junge? Bist du hier? Ja, hier ist er. Und weggehauen. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt dieses Ding hier. Ja. Wow, komm her, ja, Son Goku, Ninja Style. Wow, so, do, 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 do. Okay, seltsame Signal in der Nähe. Was ist das für ein Ding? Ah, das ist jetzt einer dieser. Okay, das ist einer dieser Wichser, die er am Anfang von uns gehetzt hat hier. Die uns quälen sollten, nehme ich mal an. Dieses kleine Arschloch, seht ihr es? Du Arsch, du Assi, du Assi! Ah! Verdammt! Du Sau! Wo will der hin? Wo will der? Wo bist denn du? Ja, der geht in der Hose, warte, mein Freundchen. Wow, der dauert da dort Kanonen. Wow, das ist eine Sau, das ist eine richtige Sau. Lass nachkommen. Nee, nicht Fäuste nehmen. Hallöchen. Komm her, mein Freund. Ja, und jetzt springt er wieder weg hier. Wir gehen hier ein bisschen Deckung und... Alien-Gewehr. Hallöchen. Macht dir das mehr Schaden, Alien-Gewehr? Stehst du da mehr drauf? Ah, die Saue. Immer dorthin hüpfen, wo ich bin. Okay, jetzt ist er ein bisschen auf mich zugerannt. Das hat mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst gemacht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lad nach. Du Sau. Ey.
Und meine lädt hier gemütlich nach. So, schon mal. Der wirft mich, der will mich hier einfach töten und meine hier. Du Sau. Oh. Jawohl. Und juhu, Superman! Jawohl, da gehen wir doch mal hinein in diesen wunderbaren Körper. Hauen wir halt auf die Tasten, die er so hier uns vorgibt. Oh, 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 fast schon die falsche Taste gedrückt. Und was passiert denn jetzt? Oh, was für eine Sauerei. Yes, bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. I think I can do that. Okay. Hier unterbrechen wir die Folge gleich auch. Was jetzt passiert? Das looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Okay. Ein Eisblast, okay. Wie das funktioniert und wie es ausschaut, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr schaut dann auch wieder ein beim nächsten Let's Play und bis dann. Tschüss.